gebe ich, weil es so ein guter Deal war jetzt, da das Sushi Politin gratis dazu. Das freut mich, da sagen wir nicht nein und verabschieden uns, machen uns weiter auf den Weg. Es hat uns gefreut, mit dir Geschäft zu machen. Der Munis und der Pischi verabschieden sich. Okay, ciao zusammen. Pischi, Munis. Also, der Texas Police hat mir ja gesagt, ich muss nur im Munis ein Lübli an den Kopf hängen und dann läuft er direkt zum Orakel. Probieren wir es aus? Ja, machen wir. Okay, Donne, ich klebe es dir rein. Oh, Feinschiebli. Oh, ja. Oh, nimm mal, es ist gerade vorne dran. Oh, der läuft. Oh, wir sind... Da, schau da. Ist etwas Grosses. Siehst du eigentlich aus wie ein Palast? Ja, du hast recht. Ja, nimm es Lübli ab, sonst läufst du nur noch weiter. Also, da, jetzt nimm es und... Feinschiebli. Wo ist da der Eingang? Ja, da, schau. Gehen wir rein, schau da. Jetzt ist bald, So, hallo. Ist da jemand rum? Hallo, oh, das ist die Musik. Wow, die Musik. Schnell, viel zu schnell und viel zu laut. Kann ich mal jemanden abstellen? Abstellen bitte. Guten Abend, hier ist der automatische Telefonbeantworter vom Orakel. Für einen Gratiswunsch stehen Sie auf der rechten Stein. Zum Kartenlegen sitzen Sie bitte am Boden. Für eine persönliche Beratung kommen Sie an Telly. Oh, das müssen wir machen. Kumpen wir, komm. 1, 2, 3. Oh. Oh, hallo. Hallo, Orakel. Sie haben die persönliche Beratung beantragt. Da ist das automatische Orakel. Hallo, Orakel. Dürfen wir dir eine Frage stellen? Fragen Sie jetzt. Also, wir sind hierher gekommen, weil unser Dorf ist abgelehnt wurde und vom bösen Taluasu angegriffen wurde. Und wir wissen jetzt einfach nicht, was machen. Was müssen wir machen? Kannst du uns da weiterhelfen? Das habe ich alles bereits schon gewusst. Aber Sie haben etwas Wichtiges vergessen in Ihrem Dorf. Gehen Sie wieder zurück zum Ursprung. Nein! Unsere wackeren Helden haben sich also auf einen beschwerlichen Weg heim zu ihrem Dorf gemacht. Wo sie dort angekommen sind, ist das ganze Dorf in Schutt und Asche gelegen und sie haben keine Ahnung gehabt, nach was sie jetzt hier suchen müssen und was so wichtig ist, was sie hier vergessen haben. Plötzlich haben sie aber eine Stimme gehört. Hallo! Hilfe! Hallo! Ist da jemand? Hallo! Ich höre da etwas. Schreit da jemand? Ruft jemand um Hilfe? Ja, wirklich, da ist eine Stimme. Da müssen wir doch grad. Komm mit, wir gehen da schauen, was da los ist. Hallo? Ja, hoi, Grossi. Hey. Was hast du... Wieso bist du noch da? Bist du nicht geflohen? Nein. Aber du bist da in Gefahr. Komm mit. Nein, ich kann nicht mitkommen. Ich brauche meinen Baum, mein Bäumli. Was, dein Baum? Was meinst du mit Baum? Ja, ein Baum halt. Ja, aber ein Baum ist gross. Ein Baum können wir doch nicht tragen. Ja, ich meine auch nicht so einen riesigen Baum. Es ist so ein Bonsai-Bäumchen. Okay, und den können wir einfach mitnehmen? Ja, wieso nicht? Aber wo ist denn der Baum? Noch bei meinem Haus. Und wo ist dein Haus? Dort. Ah, dort. Ja. Okay. Gehen wir den kurz holen, oder? Ja, ich würde schon sagen. Danke vielmals. Ihr seid zwei richtig liebe Bübis. Glossi, ist das da dein Baum? Ja, gell, ist schön. Ja, der gefällt mir mega. Dir? Der ist sehr herzig, der ist sehr klein. Ja. Und jetzt? Ja. Braucht ihr ihn? Ja, der gefällt uns schon mega, ja. Den würden wir gerne mitnehmen. Ja, dann gebe ich euch den. Aber ich gehe jetzt zu meinem Bruder, weisst du, der ist hier nebendran in einem anderen Dorf. Und ihr gebt mir ihn einfach wieder zurück.
Okay, Mitte Sommer hast du deinen Baum wieder. Ja, danke. Ich denke, das können wir so vereinbaren. Ja, komm, machen wir. Okay. Danke, Glossi. Tschüss. Schönes Leben noch. Tschüss. Ciao. Danke. So ist Grossi weggegangen zu ihrem Brüder ins andere Dorf. Der Munis und der Peschi sind weiter durch ihr Dorf geschlichen. Es sind immer noch viele Soldaten vom Tarö Asö rum gewesen. Doch plötzlich haben der Munis und der Peschi etwas bemerkt. Oh, schau mal. Oh, schau mal, da ist ein Drache. Schau mal. Ja, ich sehe ihn. Er tut alle verscheuchen. Er hilft uns. Der hilft uns. Was ist das denn für ein dicker Mann? Ich weiß es nicht. Aber hey, die, alle Tarö Asö sind weg. Alle, schau. So, was soll das heißen? Ich verstehe egal nicht. Ich bin Übersetzer. Normalsterbliche können die Drachen nicht verstehen. Nur ich. Und du bist nicht normalsterblich? Nein. Du bist unsterblich. So ist es. Also, der Drache begrüßt euch. Der Drache ist gekommen. Er ist gekommen, weil ein magischer Gegenstand da in der Nähe ist. Oh, ein magischer Gegenstand? Ja, er muss ihn beschützen. Es ist der Baum. In dem Baum ist eine von den 5 heiligen Seelen gespeichert. Seelen? In dem Baum ist von Grossi. Ja, von Glossi. Wir braucht alle 5 heilige Bäume. Denn ja, denn nur dann ist für euch alles auf dieser Welt möglich. Alles? Munis, hast du das gehört? Alles? Ja, ich habe es gehört. Ich weiss, was wir machen bis dann. Wir müssen die finden. Bevor das Grossi ihren Baum wieder zurück will. Da habt ihr jetzt also die Geschichte von Munis und dem Peschi erfahren und wie sie zu ihrem heiligen Bäumli gekommen sind. Doch was das Bäumli, der Drachenfäng Schui und alles andere, was ihr jetzt hier gehört habt, mit dem Sommerlager von der Pfadi St. Karl zu tun hat, das erfahrt ihr spätestens im Lager selber. Doch ich habe jetzt hier noch einen Zeitzeuge gefunden, der euch unbedingt noch etwas sagen will. Sali zusammen! Ich bin noch einisch, der Übersetzer vom Drachen. Ich kann euch noch sagen, dass in diesem Hörspiel 1000 verschiedene Sachen versteckt sind. 1000 verschiedene Sachen, die alle etwas mit dem Lager zu tun haben. Also, ich würde euch empfehlen, lasst euch das Hörspiel mindestens 10-mal an. Denn nur dann könnt ihr alle versteckten Geheimnisse, die auf dem Hörspiel gespeichert sind, herausfinden. Ihr habt also den Übersetzer gehört. Da in diesem Hörspiel sind 1000 kleine Sachen versteckt, die euch Hinweise geben können, was im Lager so passieren könnte. Also, lasst es am besten gerade nochmal. Vielleicht ein bisschen lauter, vielleicht müsst ihr es ein bisschen leiser hören. Vielleicht müsst ihr es rückwärts hören. Wir Leiter freuen uns auf jeden Fall schon auf Sommerlager. Ich hoffe, ihr möchtet das auch und dass wir euch mit dem Hörspiel Zeit bis dann ein bisschen verkürzen können.